Hallo und herzlich willkommen bei Desolate in der dritten Runde. Und tatsächlich, hey. Ich hätte gedacht, wir machen nur eine... Alles klar. Ich hätte gedacht, wir machen nur eine Folge. Jetzt sind wir schon in der dritten. Und das ist ja geil, ne? Es ist schon die vierte? Echt? Krass. Okay, ab nach unten, ich muss was trinken, schnell. Ja. Ist das hier? Okay. Also hier, wir müssen zwischen den Gleisen, glaube ich, nach unten. Weil nee, Treppe einfach runterlaufen, oder? Hä? Oh, ich war auf der anderen Seite, da war der Weg nämlich versperrt. Oh mein Gott, Tobi, pass auf. Okay, okay. Was denn? Oh, cool, Blut. Ja, ich bin Carrie. Wuhu. Oh, Alter, das tut weh. Mach das nicht. Okay, also nicht im Blut duschen. Nein. Oh mein Gott. Oh, hier ist auch komische Sachen. Nee, wir haben uns zwischendurch ein bisschen ausgerüstet. Wir haben uns gegenseitig ein bisschen Patronen und Verbände hin und her geschoben. Deswegen bin ich wieder einigermaßen geheilt. Deswegen habe ich nichts davon gekriegt, wie ihr gerade an meinen Werten seht. Aber das hat echt weh. Brauchst du irgendwas? Wir brauchen Heilung und vor allem Essen. Also ich bin jetzt gleich tot. Heilung habe ich leider nicht. Ich auch nichts, aber hier Heilung kann ich dir geben, Pan. Also Essen habe ich vielleicht noch eine Orange oder sowas. Das wäre super, danke schön. Wo bist du denn? Wo ist denn die Pan? Ach, da. Soll ich eine Orange geben? Die bringt nicht viel. Ich habe 2 Stück davon. Ach, Hauptsache ich überlebe erstmal. Und danke. Hier. Danke, und noch. Danke, das reicht. Das okay. reicht. Oder hier sind wieder Ratten, Leute. Oh nö. Warte. Ja. Oder irgendwas Frettchenmäßiges. Ja, jetzt komm, hier, Pan, damit du auch noch was zu tun hast. Hier. Sind es vielleicht. Arsch, geh weg. Oh mein Gott, was ist das denn, Alter? Was für ein Vogel. Was denn? Ich hab irgendwie eine Waffe gefunden, glaube ich. Das ist doch theoretisch Alter. Gut. So, ich suche mal nicht. Ich suche mal nicht die. Oh, hallo! Wer bist du denn? Weh, einer tut ihr weh. Alles klar. Ernsthaft? Nein, das Ding ist gar nicht gestorben. Nein, Mann! Nicht sicher. So. Das war die heulende Kiste. So. Ja. Dann ist Tobi, was willst du von ihm erwarten? Der hat einfach kein Funken Gefühl in seinem Körper. Das sind Krankheitsüberträger hier unten. Der hat gekuschelt. Nein. Boah, dieses komische Blut. Oh, ich hab die Erkennungsmarke. Was? Oh, cool. Oh, cool. Ist voll cool, wenn man gar nichts machen muss. Woher hat man die? Lager? Ah, ich hab einen Kochtopf. Okay. War das vielleicht da, wo wir gerade schon vorbeigelaufen sind? Dieses fette Lager, wo die alle rumgerannt sind? Ich weiß nicht, kann sein. Warte mal, Sektor C6 müssen wir... Nee, das ist woanders da, glaube ich. Achso, ja. Ach, das ist das ätzend, wenn es dunkel ist, man gar nichts sieht. Das ist so doof. Stimmt, das ist wirklich woanders. Oh, Nordlichter. Oh. Was, Pan? Geil, hat sie alles gelohnt. Yeah. Ja, ich will auch sehen, wo? Da oben. Wo sind Nordlichter? Am Himmel natürlich, Mann. Ach, da oben. Entschuldigung. Oh mein Gott, du kleiner Wichser. So. Warum sind die so doof? Okay, Erkennungsmarke, 300 Meter. Diese Nordlichter erinnern mich von einem Skyrim da oben. Ah, ist das schön. Oh, mich jetzt im Moment an Sea of Thieves. Ja. Aber ja, ey, ich will das wieder haben. Da gab's das auch. Oh, es wird grau. Wir werden es wieder tun, Leute. Es wird grau. Echt schön mit euch. Wir werden es wieder tun. Lachst du mich gerade wie meine Aussprache aus? Ja, Tobi. Ja, das mache ich. Du mit deinem Gorke und deiner Borg? Ja. Du machst dich immer lustig. Du machst dich immer lustig. Siehst du? So einer bist du nämlich. Du machst dich immer lustig. Du suchst dir Sachen aus bei Menschen, Achtung. Um dich darüber zu amüsieren. Bis du in den Spiegel guckst, Tobi. So. Borg? Ist das eine Borg da hinten? Mhm. Ich zeig gleich mal meine Gurke. Wie ich ja trotzdem immer noch Kartoffeln und sowas Kräuter, mache. Kräuter. Boah, geil. Wichtig. Ja, ich nehme alles mit. Euter. Geil, Euter. Oh, also, wichtig. Hier ist so ein Wirbelsturm. Und es ist ein Lagerfeuer. Ja, lass uns da reinspringen. Oh, ich habe Kartoffel gefunden. Können wir was essen? Wow. Pass hier aber auf. Was denn? Oh Gott. Tobi! Wow. Vorsicht. Heftig. Geil. Kein Scheiß, Mann. So. Gucken wir mal. Kann ich irgendwas Schönes machen? Scheiße, ich kann kein Essen machen. Ich guck gleich mal. Ich habe Spiritus bestellt. Hallo. Ich hab Steak gefunden. Ah, cool. Was geil. Lasst uns ihn mitnehmen. So. Wo ist hier Wasser? Warum kann man die eigentlich Tiere und sowas nicht essen? Das wäre geil, ne? Ratten, eine Ratte zum Beispiel, hätte man zum Beispiel auch braten können, oder? Oh mein Gott, was ist das denn? Ich meine, das geht ja sogar bei Fallout und das ist schon von vor 2 Jahren. Sind wir hier? Eben. Da laufen wieder Typen rum, das sind mehrere, 3 Stück sogar. Ja, okay, warte, ich geh mal kurz gucken, ob ich was kochen kann.
Ich hätte vielleicht noch mehr Wasser mitnehmen sollen oder irgendwas. Was ist das? Runde Schachtel. Ah, Mist. Oh, hier ist so eine Pfanne, falls jemand kochen will. In dieser runden Schachtel, hier liegt noch eine Pfanne. Geil, braucht man die Pfanne, um kochen zu können? Ja, ja, bei vielen Sachen, ja. Herstellen. Okay. Oh, warmer Imbiss. Herstellen. Ich habe Weizenmehl. Was kann ich denn aus Weizenmehl machen? Einfaches Mittag und viermal einfaches Frühstück. Falls jemand von euch Spiritus braucht, sag Bescheid. Weizenmehl und Konserven, da kann ich Fleischpastete draus machen. Bratpfanne brauche ich. Ja komm, dann gehe ich jetzt auch mal gucken, ob ich hier was finde. Früchte und Gemüse, wilde Kartoffeln und Konserven. Alles klar. Oh, ich habe Rezepte gefunden. Süßes Dessert. Benutzen. Oh, lecker, lecker. Pilzpastete. Lecker, lecker. Hä? Friseur, oh Schema. Was ist denn Friseur? Sojabrei, cool. Geil. Das gebe ich Tobi. So. Da muss er nicht kauen, kann einfach schlucken. Das gefällt ihm am besten. Das mag am liebsten, ja. Da hab ich einfach noch gewartet. Tobi. Besser geschluckt. Na, Tobi, Imbiss oder was? Hey, Pan, wartest du mal bitte? Ich will das nicht. Pan, bleib still. Das ist gefährlich. Was war das? Oh, da schießt jemand auf dich, Pan. Hä? Oh nein. Oh, da kommt wirklich jemand in meiner Knarre. Verprügelt ihn. Hey, du Arsch. Hey, wo rennt der denn? Oh. Was, Alter? Oh. Boah, da kommt noch einer, da kommt noch einer, da kommt noch einer. Oh, da kommt noch einer, da kommt noch einer. Alter, was ist denn jetzt los hier? Prügel. Schrott, Schrott, Mann. Nein, Tobi, brauchst du nicht, Alter. Was für ein Massaker. Alter. Massaker, Junge. Braunschweig West. Representing. So. Headshot, Bitch. Alter. Der Häuptling, Alter. Okay. Hier sind überall noch Pistolen. Nehmt die auch mal mit, Leute. Was ist das? Oh, ich hab. Alter, nice. Oh nein, ich hab. Werf hier noch eine Pistole hin. Einen Moment, ich muss mal hier ganz kurz. Ich bin überladen. Zack. Oh, ich bin viel zu voll, leider. Ja, ich auch. So, wer will jetzt noch auf Fresse? Und mein Inventar auch. Hm? Hey, was ist los, Tobi? Wer bin ich? Hä? Also, du bist ready. Du bist der tollpatschige Tobi. Junge, ich bin der hackfleischhassende Zerhacker, pass mal auf. Ich hab einen Elektromotor, aber ich weiß halt nicht, ob ich den Weg werfen soll, aber ist sehr schwer. Hier, guck mal, Tobi, hier. Patrick. Der tollpatschige Tobi aus Teneriffa. Hey, Pan, was hast du denn da gebaut? Was, aus Teneriffa? Pan hat irgendwie so eine... Kennst du nicht? So eine, hey, hab ich was gebaut? Nee. Ja, das sieht so aus, als hättest du was gebaut. Bei Bauer sucht Frau immer. Oh, jetzt ist kaputt. Ach so, ja, okay. Der tollpatschige Tobi aus Teneriffa sammelt gerne einzelne Puzzleteile. So. Boah, ich werde bei Schwiegertochter nie versucht, die vergessen. Da gab es mal welche, die haben ihren Sauerbraten um Klo gestellt immer. Hä? Weil der ja quasi, der muss ja eingelegt sein mehrere Tage und die haben den halt immer auf dem Pott stehen gehabt. Ja. Also auf der Waschmaschine im Badezimmer. Da, wo alle Leute kacken waren. Ja, oh, vielleicht war das Geheimrezept. Meine Health Bar ist komplett leer. Was? Jede Sekunde sollte es soweit sein. Was, Pan? Warte mal. Haben wir nicht irgendwie Medikamente? Hier, komm her, ich hab Tabletten. Ich hab aber auch fast gar kein Essen mehr. Nimm mir jetzt die Tabletten, ich lass dich nicht sterben, hier, Frau. Essen hab ich, nur Wasser hab ich da keins mehr. Das nimmst du auf, dann nimmst du das hier auf, Salbei, hier, Big Lady Night, ab geht's. Warte, hier ist noch einer. Tobi, hast du eine Knarre? Ey, was will der denn jetzt hier? Der will die Frau anschleichen, während die hier Medikamente nimmt. Ich glaube, ich hack ja wohl. Das ist meine Axt. Level 2, So. Okay, warte, Was hat er denn dabei? Ein Messerchen, alles klar. Ich glaube, das hackt hier bei dem, ey. Kann ich schaden. So. Oh mein Gott, ich muss ganz schnell was trinken. Hast du was zu essen für mich? Was zu essen? Ja, natürlich. Komm mal her. Fuck, wir haben vorhin gar nichts getrunken. Ich voll Idiot. Hat noch jemand was zu trinken? Ich bin gleich wegwerfen. Fenster. Dankeschön, dass du trinken. Ich habe leider, nur noch, okay, Curry. Hier ist Wasser, aber ich weiß nicht, ob es frisch ist. Teste mal. Müsste da, glaube ich, stehen dann. Es geht. Danke. Okay, nur okay, was habe ich noch? Kräutertee, der geht auch. Wir müssen unbedingt Wasser finden. Na komm. Ja. Also Wasserquelle, das wäre echt schön. Ja. Tobi, wo bist du? Danke. Komm, bitte nicht. Hier gerne. Oben, ich hätte dir noch einen Cognac anbieten können, Curry. Hier kam der raus, ne? Ja, hier hinten. Der geht immer, ey. Ja. Schön, Conny, Alter. Tobi, bist du hier hochgelaufen? Ja, klar, ich bin hier oben. Oh, was ist das denn schönes hier? Da knurrt irgendwas, Tobi. Oh mein Gott. Da ist ein Lagerfeuer da hinten. Schade, hier kann man nicht aufmachen. Wir sollten zusammenbleiben, glaube ich, ne? Ja, das stimmt. Das ist eine gute Idee. Ja. Das Lagerfeuer, da waren wir ja gerade. Ah, ist geil. Das? Okay. Bücherkiste, nice. Freue mich. Boah, soll ich dir auch bis zum Blitz denken? Wow! Okay, dann lass uns weitergehen. Okay.
Vielleicht finden wir da ein bisschen Wasser und neue Sachen. Oh, da hinten sieht's nicht lustig aus. Also wir kommen auf jeden Fall jetzt in irgendein Lager. Wir sollen dem Karte zeigen, hat er gesagt, der Typ. Okay, das ist auf jeden Fall in dieser Brücke. Warte, ich komme sofort. Ich mach nur kurz den Stahlschrank mal hier auf. Da hinten sieht es sieht aus, wie das ein Roboter, der da steht. Mhm. Von Krieg der Welten. Nehme ich auch mal. Hier ist eine Mühle, glaube ich, wenn du das meinst. Echt? Nee, nicht in diese Richtung. Also ich habe in Nordwesten geguckt. Komm, ich hau mir auch noch mal ganz was zu essen rein hier. So. Oh ja, Essen brauche ich auch wieder. Ey, die Leiche nicht an. Brauchst du was zu essen? Habe ich noch was? Nee, noch nicht so dringend. Alles gut. Okay. Tobi, komm her. Komm, Tobi, komm. Du li 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 li. Ey, du Kräuterhexe. Jo, alles klar. Einer muss ja Blümchen pflücken. Das ist sehr gefährlich. Vorsicht, Vorsicht. Oh nein, pass auf. Das Roboter-Ding ist doch aus dem Dingens, aus dem... Ach da, dieser komische... Ist das jetzt wirklich ein Roboter? Aber hier steht Oasis, also das wird wohl safe sein. Ja, ich glaube, das ist so ein Safe-Point. Okay, wir zeigen die Erkennungsmarke vor. Ja, jetzt habe ich ein Safe-Point. Lager-Oase. Okay. Okay, Ich glaube, speichern kann das sein. Hier ist so ein Safe-Point, Alter. Am Anfang stand ein Mensch. Hier ist Jordas. Rohrpost. Hey. Abschicken, Rohrpost. Alles klar, ich schicke mir Rohrpost ab, Freunde. Warte mal, kann man hier in das Haus rein irgendwie? Das ist so ein Haus, also auf der... Das... Ich weiß aber nicht, wo wir hier was mitnehmen können, weil ist ja so ein Safe Point. Ja. Nicht, dass sie uns dann hauen. Oh, hier ist ein Keller. Du-li-lu-lu. Ah, hier ist Wasser, nice. Hallo, Alles klar, ich komme hoch. You're new here, I take it. Yeah. What? You work for the corporation. What? Yeah. I'm a volunteer. Came here of my own free will. Das bin ich hier gerade, glaube ich. If we don't get your type here often, and don't expect me to call your course of action commendable. More like desperate. Everything here is more complicated than you think. What do you mean? You'll see for yourself soon enough. Or not. I don't know. I don't have time to chat. In any case, I'll take your token. Your room is back there, just past the door. It's got everything you need. You can arrange it however you want. Thanks. I wasn't expecting a place to live. If you need anything, I can sell it to you. I take parts as payment. The name's Miguel, by the way. Bin ich das oder seid ihr das? Nisha, as the locals call me. Also bin ich unten im Keller gerade gewesen. Ach so, dann bin ich hier bei den Händlern und die spielen hier gerade Musik und der hat hier die Gitarre rausgeholt. Oh, der hat die Gitarre rausgeholt. Lass ihn mal verprügeln. Oh, wo denn? Ja, hier, das war schön. Michael. Oh, geil. Setz mich dazu. Aber spielt ja auch Musik, ne? Ja, doch. Bei mir nicht. Ich höre das gar nicht. Bei mir kommt jetzt Biologe. Oh, Mann. Der hat gerade noch gespielt. Guck auch nur, ich mal ein bisschen. Guck mal, hast du auch so ein Monokel? I'm a biologist. I study the flora and the fauna here on Greenwich. Many non-standard animals, even humans live here. Okay, what do you need? Have you heard of Subject 11? No. They call it the Wanaga. Well, I need some tissue from it. Cuts from its hide and flesh, so that I can research the creature. My data indicates that some of them have settled near the Pole radar station. In one of the sorry, that's Sector G7. So what's the pay? Just get some specimens. The pay will be fair. Ja. Hast du noch die Haut? Ja. Kannst du mir die gerade mal geben? Das Gewebe? Ja. Ich habe auch noch ganz viel Gewebe. Das heißt einfach nur Haut irgendwie. Ich bin am Lagerfeuer, ich weiß nicht, wo ihr jetzt wieder hin seid. Ich habe 5-mal Haut. Ja, ich brauche nur eine tatsächlich. Ich will nur was herstellen. Ich drop dir den Shit, Mann. Drop it like it's hot. Yeah. Okay, warte. Geil. Wegwerfen. Hier. Ich danke dir. Geile Haut. Das ist richtig schöne Haut. Was ist die Vorhaut? Was kannst du damit machen jetzt? Was? Warte, damit kann ich jetzt ein Basiswerkzeug herstellen. Und mit dem Basiswerkzeug kann ich jetzt Friseur, also eine Waffenmodifikation herstellen. Die Waffe wird um 110 Punkte. What? Boom. Fackel oder Friseur? Ich mach, glaube ich, Friseur. Weil irgendwie ist das cooler. Ihr habt übrigens Fähigkeitenpunkte bekommen, ne? Also ich habe zumindest einen bekommen. Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Das ist kein Müll. Gestattet der das Auseinanderbauen von Gegenständen und Teile zu erhalten. Ah, nice! Wo war das nochmal? C und dann Fähigkeitenreiterchen. Okay. Also, wie kann ich jetzt... Spitzen. Das hier.
Also hier kann ich keine Waffen ausrüsten. Okay. Also die Messer haben beim jetzt Friseur automatisch drauf. Ich würde gerne diese Kisten aufmachen. Da gucke ich gerade, was ich da am besten level. Hey, what the fuck? Oh geil. Das spielt. Ja, bei mir jetzt auch. Oh, wie schön. Nice. Tanz mit mir. Na, 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 na. Hast du den Hammer da gerade hingeworfen? Ja, der ist fast kaputt. So. Und wiegt eine Tonne irgendwie. Was, das war das schon, ey, das Lied, weiterspielen. Das Lied ist richtig schön. Ja, ist echt. So. Kraftkampf überleben. Was ist das? Schraubendreher. Oh, ich hab Keks habe ich gefunden. Was sind das denn hier für ein Feuerzeug gefunden. Bei den Fähigkeiten, was ist es oben rechts? 350. 350 was? Oben rechts, ich glaube, ist das vielleicht Schrott irgendwie, womit. Ja, damit könnt ihr hier unten beim Händler Sachen kaufen. Was? Ach, geil! Oh mein Gott, wir kaufen ein. Shoppen. Ah. Tobi lebt auch noch. Brille der Heftigkeit. Kraftkampf überleben. Der Sparsame, die Reparaturkosten, der Experte. Alter, wie geil. Oh, schöne Bilder. Oh cool, ich kann jetzt Fackeln craften. Nice, Mann. Fackelmann. Das ist ganz gut. Okay, auf 2,5. Maximale Ausdauer. Ich würde gerne was kaufen. Händler. Der Mischa! Michael! Der Michael, der Mann! Machst du gerade Michael aus? Nein, Micha. Der Händler ist unten im Michael, Keller, oder? Ist der Händler unten im Keller? Okay, yes. Super. Das ist der Corvin-Michael, Tobi. Worauf habt ihr geskillt? Ich auf Durst gerade noch und jetzt gerade auf Hunger ganz rechts. Ich hab auf, das ist kein Müll. Also. Ich habe bei Kraft geskillt, da kann ich Sachen aus Schrott. Ich hab meinen Penis vergrößert. Hä, das ist kein Müll? Wo siehst du? Wo ist denn das? Kaufen. Das ist bei Kraft und dann habe ich der Sparsame geskillt erstmal und dann der Diamant, den Diamant. Ah, Gestalt auseinanderbauen von Gegenständen und Bauteils. Ah. Ja, das ist gut, dann kriegst du halt Währung, ne? Ja, ich glaube, das mache ich auch zuerst. So, kann, cool. Alter, einmal Schmerzmittel kostet 650. What the fuck? Das ist krass, ne? Alles. Ich kann Stahl und Nägel her. Ah, Stahl und Nägel kann ich jetzt herstellen, wozu auch immer. Ich kann mir eine Zigarre kaufen. Und Makaroni mit Fleisch, hätte ich Bock drauf. Was ich mich frage, woran sehe ich denn, was diese Modifikation, die ich crafte, bringt? Was? Das steht ja nirgendwo. Was meinst du? Die Modifikation, wo man craften kann für die Waffen. Ach so. Das steht doch dabei. Weiß ich nicht, was du meinst. Also ich habe jetzt hier Modifikation, aber da steht nicht, was es kann. Aber man kann auch Sachen verkaufen. Ach so, ja, stimmt, geil. Stimmt. Also der Friseur, da steht nur, das geht 110 Waffenpunkte nach oben, was immer das heißt, ich habe keine Ahnung. Man kann auch Sachen verkaufen übrigens, ne? Okay. Ja. Ich mal das hier. Helferstock und Fackel. Soundtrack jetzt erhältlich. Oh, der spielt ja schon wieder. Du. Wer von denen ist denn der Händler? Wie kann ich mit ihm handeln? Hier unten im Keller. Du musst in den Keller runterkommen. Ah, okay. Hier war doch da. So, können wir uns jetzt ein bisschen Zeugs damit kaufen? Warte mal, Traubensaft. Kann man sich hier keine Mittagsessen kaufen? Das wäre geil. Doch, du kannst ja da. Achso, aber du kannst es machen halt. So Dosenfleisch und so ist da dadurch. Graupen. Graupen, da habe ich mir gerade ein einfaches Frühstück draus gemacht. Okay. Kauf mir mal das hier, dann kaufe ich mir mal. Wie geht die Story weiter? Die Radaranlage Kuppel im Sektor G7 finden. Das Blöde ist, dass keiner von uns diesen Prolog mit aufgenommen hat. Ging auch nicht, wir mussten uns echt beeilen. Und die Leute hier Vorgeschichte, glaube ich, jetzt auch gar nicht kennen. Also die Vorgeschichte wir waren da in so einem Gebäude, da war eine Frau und hat gesagt, was hat die denn gesagt? Na, die Leute sind da irgendwie, durchgedreht oder irgendwie langsam, die sind verrückt geworden. Ja, es ist aber jedenfalls total zerstört gewesen. Es sah aus wie so eine Forschungseinrichtung, oder? Ja, als wäre da irgendwie Giftmüll oder was weiß ich, irgendwelche Infizierten dann halt alles über den Haufen. Und was ich ziemlich krass finde, ist, dass wir jetzt jemandem nacheilen, der Objekt 11 ist. Und was heißt noch 11? Wer heißt noch 11? Ihr wisst genau, wer noch 11 heißt. 11, Mann! 7! Hä? Elfie! Elfie! 7-Eleven, kennst du nicht? Ja doch, 7-Eleven kenne ich, ja. Also, ernsthaft. Oder 9, 7 ist der Bruder von 9-Eleven. Boah, Alter, krass. Oh, hier Landstreicher-Abendessen. Kostet 350, okay. So, jetzt. Tomatensaft, gibt Wasser wieder, Früchte. Ich will gar nichts verkaufen, irgendwie. Ich würde gerne wissen, wie ich die Sachen zerlegen kann.
Blaues Konzentrat gibt 175. Na gut, dann verkaufe ich das mal. Gemüse. Hat der kein Gemüse im Angebot, ey? Ja, Gemüse wäre echt super. Isolierband. Ich will kein Isolierband. Ich habe ein Räuber-Damenspiel-Trophäe und die gibt 325 Teile. Ja, verkauf mal. Oh, nice. Für die Gruppe. Kurz, ob ich das irgendwie benutzen kann, aber ich glaube nicht, ne? Trophäe ist ja einfach nur irgendwas. Ich kann es nicht benutzen. Ja, geil. Dann verkaufen wir das doch mal. Okay, Spitzhacke. Ja, gut gemacht, Pane, gut gemacht. Ja. Ich verkaufe mal eine Spitzhacke, die ist sau schwer und gibt 210. Hier noch runter. Ich habe auch eine Schaufel, aber ich wusste nicht, ob ich die. Was ist hier unten? Hier kann man noch ein Stück weiter runter. Oh, hier ist das Räuber-Dame-Spiel. Ach so, krass. Man kann hier Medizinstation bauen, man kann hier eine Werkbank bauen und man kann hier ein Herd bauen. Was ist denn hier los in dem Spiel? Lol. Das ist ja krass. Cool. Lol. Lol. Reparieren. Lol. Zigarre. Okay, ich will mir gar nichts mal dem kaufen irgendwie. Die Rezepte Lol. Höchstens. Ich habe eine Medizinstation gebaut. Und was heißt das jetzt? Ich kaufe mein Landstreicher-Abendessen. Nee, wer hat das gekauft? Ach so, boah, nee, so. Warte mal. Hä? Wie? Wenn du das kaufst, ist es bei mir. Jetzt hast du wieder verkauft? Nee. Nein, jetzt ist es wieder drin. Ich wollte mir jetzt Macaroni mit Fleisch gerade holen. Aber mach du ruhig. Hä? Ich habe jetzt Landstreicher-Abendessen gekauft und dann. Oh komm, Macaroni habe ich noch da. So. Ich bin ja sowieso der Koch, also. Wie hast du das gebraucht, Alter? Doppelklick habe ich einfach gemacht. Ich meine, Curry hier, wie hast du das gebaut? Keine Ahnung, das ging irgendwie. Habe ich das jetzt mit meinem Schrott gebaut? Nee. Kannst du das nicht machen, Tobi? Kannst du hier nicht. Nee, irgendwie nicht. Okay. Ich weiß nicht mal, wo ihr seid gerade. Vielleicht weil es deine Base ist, weil du Host bist? Ah, hier. Das kann sein, ja. Oh, das kann sein. Oh, nice. Was sind das denn hier für Räume? Kann man hier irgendwas machen? Eins, zwei. Na, ich kann auch nichts bauen. Ach krass, hier hat jeder seinen Raum, da kann er in die Kiste was reinlegen. Warte, da muss ich jetzt nochmal nach unten kommen. Oh, persönlicher Aufbewahrungsort. 1, 2, 3, 4, ja genau, jeder hat hier sein Räumchen. Ja, ich glaube, kann das sein, dass man hier speichern kann irgendwie? Weiß ich nicht. Also wenn man speichern könnte, wäre voll geil, weil dann... Ich habe jetzt hier unnutze Kisten und eine Musikbox reingepackt. Ich hoffe, das geht. Tobi, kannst du mal gehen? Ich will raus, mein Ja, auch mal gucken kommen. So, welche Nummer ist das? Oh, Entschuldigung, ich bin in der 1. Entschuldigung, das war jetzt aber nicht absichtlich. Ich bin aber nur in den Erstbesten gegangen. Okay, ich mach aus. Was heißt denn das, wenn wir jetzt hier so eine Werkbank haben, eine Medizinwerkbank? Ich habe keine Ahnung. Ein Lagerfeuer wäre auch schön. Oh, natürlich finde ich die Leute mal wieder hier nicht, ey. Ich kann die gar nicht benutzen, die Medizinwerkbank. Weiter runterfahren. Ah, da, ja, ich sehe es hier. Sag mal, Curry, kannst du die Medizinwerkbank benutzen? Nee, irgendwie nicht. Die ist halt jetzt da, aber ich weiß nicht, was das bringt. Sehr, sehr merkwürdig. Ich weiß nicht, was das bringt. Man wird da, man hat auch irgendwie nichts gesagt, so. Ist cool, dass sie da ist, ne? Ich freue mich auch sehr, aber... Steht denn da irgendwas vielleicht noch wegen, wenn du hier die anderen Dinger noch bauen willst? Vielleicht bin ich noch nicht fertig. Ja, da steht bei mir jetzt gar nichts mehr. Ich glaube, ich hatte irgendwelche Sachen, wo ich bauen konnte. Da hat der Musik angemacht. Juhu! Gibt's hier Emotes irgendwie? Genossen! Nächste Folge! Die nächste Folge kommt sicherlich, wenn die Kapitalisten sie nicht verkaufen. Ich will kochen! So. Also machen wir noch eine Folge? Ja, ne? Eine würde ich schon gerne machen. Echt so. Ich will nur die Geduld der Zuschauer nicht strapazieren. Boah. Ihr könnt aber gerne sagen. Wir können es immer mal wieder machen, wenn die Zuschauer das natürlich wollen. Ihr könnt aber sagen, ob es euch gefällt, wenn die Leute sich nicht von den anfänglichen Eindrücken haben abschrecken lassen, so wie los, wir. Tanzt. Ja. Tanzt, so. Ah, ich habe auch noch Haut. Brauchst du noch Haut? Nee, alles gut. Ich habe jetzt ein Werkzeugding und das reicht auch. Also es hält auch tatsächlich. Man braucht es nur einmal, glaube ich. Tanzi, Tobi, tanz mit mir. Tanz mit mir, Tobinator. Oi, oi, oi. Dabei. Tanz ich gerade nie, ne? Curry, du, Zucker. Buchweizen kann ich ja auch machen, da konnte ich aber. Oh, Weizen? Warte mal. So. Okay, reicht jetzt mit der Scheiße hier. Jetzt geht's mir eigentlich ganz gut tatsächlich. Tschüss. Ja, dann können wir jetzt aufhören mit der Folge, ne? Alles klar. Ja, ciao. Alles klar, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.